Liebe Schachfreunde, es wird mal wieder Zeit für ein Video. Ich habe in letzter Zeit viel gespielt und auch ganz viel verloren, weil ich immer gegen sehr starke Gegner gespielt habe. Gut, einer davon hat sich hinterher als Computer-Cheater herausgestellt, aber die anderen sind wirklich stark und nur so kann man ja lernen. Und naja, ich wollte euch mal wieder eine Partie zeigen, wo ich gewonnen habe. Und die hier ist besonders interessant. Ich habe sie gespielt auf der Schacharena. Entschuldigung, gegen einen meiner Dauergegner, ungefähr gleiche Spielstärke wie ich. Und ich habe eröffnet mit D4, er D5, dann habe ich meinen Springer auf F4 gesetzt, also Londoner System. Er spielt seinen Springer raus, ich spiele den Bauern, alles ganz normal. Jetzt habe ich den Springer rausgespielt. Man soll diesen Springer hier auf F3 spielen in diesem System, sobald dieser Bauer hier, ich probiere das mal mit der Hervorhebung, sobald der Bauer hier steht, weil der versperrt dem Läufer hier den Weg. Und na, mit den Pfeilen, das klappt noch nicht so ganz. Ja, jetzt klappt es mit dem Pfeil. Und deswegen kann man beruhigt den Springer hier dann spielen, weil der nicht auf diesem Feld hier gefesselt werden kann. So, es ging also weiter. Jetzt hat er meinen Bauern angegriffen. Den sollte man nicht schlagen, sondern man baut hier seine Bauernpyramide auf. Versuche es nochmal mit den Pfeilen hier. So, das ist auch typisch für das Londoner System, diese Bauernpyramide. Eine ganz solide Struktur, die man sich da geschaffen hat. Also alles noch Theorie. Und das hier ist kein so guter Zug. Hier sieht man übrigens die Computerbewertung links immer. Jetzt steht es schon ein bisschen besser für Weiß, weil er nimmt zwar dieses Feld hier meinem Läufer weg, das ist wahrscheinlich der Sinn der ganzen Geschichte gewesen, aber der Zug hat den Nachteil, dass man als Weißer den sofort attackieren kann. Habe ich auch gemacht. Jetzt hat er den befestigt. Jetzt greife ich aber den gleich wieder an. Jetzt hat er mit dem Läufer den noch gedeckt. Ich schlage. Er schlägt mit dem Läufer. Ich schlage mit meinem Bauern. Er nimmt mit dem Läufer. Ich tausche die Läufer. Er muss mit dem Bauern schlagen. Und jetzt ist im Endeffekt, hat er einen kleinen Stellungsnachteil, weil er nämlich hier diesen Isolani hat. Also einen Bauern, der durch keinen anderen Bauern mehr gedeckt werden kann. Also hier steht die Stellung schon deutlich besser für Weiß. Und ich habe jetzt sofort Schach gegeben, weil ist ja ein Doppelangriff. Ich greife diesen Bauern an und gleichzeitig eben Schach. Und beides kann er nicht zugleich decken. Er geht mit seinem Springer dazwischen. Ich habe mir den Bauern geschnappt. Und jetzt kommt er mit seinem Springer hier an, greift meinen Läufer an. Und ich habe erstmal rochiert. Und er hat meinen Läufer geschlagen. Und jetzt muss ich dazu sagen, das ist eine Mailpartie gewesen. Also Correspondence-Partie, sagt man auf anderen Plattformen. Und in dieser Stellung hier war ich erstmal vom Brett gegangen, hatte mich um andere Dinge gekümmert und eine ganze Zeit lang später bin ich wieder ans Brett sozusagen, an den Bildschirm gekommen und habe vergessen, den Springer hier zu schlagen. Das kommt schon mal vor, also auch bei meinen Gegnern, man ist noch irgendwie kalt und ich habe diesen Springer hier gespielt, um hier den zu decken und einfach eine Figur ins Spiel zu bringen. Ich habe völlig vergessen, dass ich ja ganz leicht hier diesen Springer hätte schlagen können. Und prompt hatte ich eine Figur weniger. Also solche Sachen passieren. Und naja, er hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als den Springer einfach zurückzuziehen. Hat jetzt eine Figur gewonnen für nichts. Und in solchen Situationen ärgert man sich natürlich erstmal. Ich habe auch gedacht, sollte nicht gleich aufgeben. Was hat das noch für einen Sinn? Aber andererseits geht es ja um nichts. Warum soll man nicht versuchen, das Beste daraus zu machen? Also habe ich erstmal weitergespielt. Und in so einer Situation muss man versuchen zu attackieren, wenn das überhaupt geht. Und nicht etwa die Figuren auszutauschen, denn dann bleibt man ja ganz klar mit einer Minusfigur im Nachteil. Er hat jetzt diesen Springer gespielt. Das ist schon gar nicht mehr so gut. Man sieht, es steht schon relativ gut für Weiß jetzt. Gehen wir mal auf das Variantenbrett. Wo haben wir das denn? Ich glaube, es geht auch so. Wenn ich jetzt hier hingehe, ja, dann sind wir schon auf dem Variantenbrett. So, dann schlägt er vor, muss er mit dem König weggehen. Was ist denn, wenn er mit dem Springer dazwischen geht? Dann schlägt man den. Ja, genau, er kann nicht zurückschlagen, weil dann fällt ja der Turm.
Genau. Also habe ich gar nicht gesehen, dass ich hier schon klar besser stand. Ich mache mal die Computeranalyse wieder aus. So, das war die Situation. Ich habe also auf diesem Feld Schach gegeben. Das ist nicht so stark. Aber immerhin, er muss was tun. Er hat jetzt also den Springer dazwischen gezogen. Und jetzt habe ich den nächsten Springer ins Spiel gebracht. Einfach, weil ich dachte, er ist ja noch relativ unterentwickelt. Hier seine Figuren, insbesondere, na gut, der Läufer, den kann er ziehen, aber dieser Turm hier spielt überhaupt noch nicht mit. Und meine Figuren sind eigentlich alle sehr gut entwickelt und das habe ich versucht zu nutzen hier in dieser Situation. So, jetzt geht er mit dem Springer dahin. Hat er wahrscheinlich die Idee, den hier nochmal zu decken. Aber so eine tolle Idee ist das nicht gewesen. Und ich hatte die Idee, mit meinem Bauern diesen Springer hier zu vertreiben. Und jetzt hat er dafür meinen Springer angegriffen. Und ja, jetzt wird es interessant, weil jetzt habe ich längere Zeit nachgedacht und dann einen Plan entwickelt. Ich habe nämlich gesehen, dass diese Angriffslinie hier, ich muss auf diesen Pfeil gehen, ja frei ist. Und meine Idee war, irgendwie vielleicht mit meiner Dame hier hinzukommen auf H5 und von da aus den König zu attackieren. Allerdings würde das nicht sofort gehen, weil er hat ja immer noch hier meinen, ich gehe mal auf eine andere Farbe, den Bauern, den er dazwischen setzen kann. Und darum habe ich mir einen tückischen Plan ausgedacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe nämlich in dieser Situation nicht meinen Springer hier zurückgezogen, sondern ich habe eine weitere Figur geopfert, nämlich diesen Springer hier, in der Hoffnung, dass er ihn mit diesem Bauern schlagen würde und nicht mit seiner Dame, was sicherlich richtiger gewesen wäre. Also der Computer sagt auch auf jeden Fall mit der Dame schlagen. Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, und das war auch mein Plan, die Dame steht besser hier, die kann hier noch verteidigen und aufpassen auch auf den Turm und hat deswegen mit dem Bauern geschlagen. Und jetzt habe ich meinen Plan umgesetzt. Jetzt kommt nämlich ein Zug, der harmlos aussieht. Ich greife seine Dame an und scheinbar kann ja nichts passieren. Hier stehen die Springer, alles gut gedeckt. Er hat seine Dame einfach weggesetzt. Aber jetzt habe ich meinen Plan umgesetzt und den König angegriffen. Und das ist Schachmatt. Das ist tatsächlich Schachmatt. Weil er kann nichts mehr dazwischen setzen. Und diese beiden Felder hier, na, sind ja von meinem Springer überdeckt. Also mit zwei Figuren habe ich hier den König matt gesetzt, obwohl seine ganzen Figuren hier drumherum stehen und ich zwei Figuren weniger habe. Also das ist wirklich ein tolles Ende dieses Spiels gewesen. Er ist aus allen Wolken gefallen, wie man sich vorstellen kann. Damit hat er nie und nimmer gerechnet. Und so ist dieses Spiel zu Ende gegangen. Was lernt man daraus? Niemals aufgeben. Und wenn man ganz schlecht steht und gar eine Figur im Hintertreffen ist, dann muss man auf Angriff spielen. Nicht kopflos natürlich. Also mir geht es so, dass ich mich dann erst richtig so konzentriere. Manchmal. Und im Verein habe ich jetzt auch mehrfach Spiele gehabt, wo ich am Anfang leichtsinnig gespielt habe, nicht so richtig nachgedacht habe in der Eröffnung. Zack, eine Figur weg. Der Gegner denkt, er hat schon gewonnen. Und wenn man sich dann richtig konzentriert und oft ist damit verbunden, wenn man eine Figur gewinnt, dass man seine Stellung verschlechtert, aber in gewisser Weise. Und wenn der Gegner das ausnutzen kann, dann kann es gefährlich werden, wie man hier sieht. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Entschuldigung dafür, dass ich ein bisschen heiser bin heute. Und bis zum nächsten Mal.